So, mein Gruber an Bord. Fahren wir heute fort. Und zwar, nee, das andere Feld, Grubern nochmal. Ja. Bisschen bloß Hammer. Die Wiese ist nämlich dann auch fertig, das heißt, Plan, Grubern, mähen. Notfalls dann auch pressen gleich. Das auch dann nochmal mit dem Kurseditor probieren. Wie gut das dann hier tatsächlich funktioniert. Da, da, da. Ganz kurz müsste ich jetzt schauen, ob ich das in den Tasten mal belegt habe. Machen. So. Läuft der wie geschmiert so. Also schauen wir mal mit Steine.
Das ist schon eher auch so. Komisch, ich verlasse. Aber das kriegen wir schon hin. Was mal wissen wir, was machen? Oh, da waren Ballen vergessen. Passiert? Guten Tag! Tag! So, schauen wir mal, was ist alles anstellt. Was haben wir da? Stehen wir? Stehen? Thank you.
Steuer der Windmühle hört man sich, hört man Uhr bewegen. Bewegen. Bitte? Bewegen. Das ist richtig gerechnet, oder? Was denn? 91.000 durch 1000 mal, was haben wir gesagt? Ja. So. Stimmt, oder? Das ist wieder eine ordentliche Rechnung. Das könnte ich gleich alles aufnehmen wieder. Das nehme ich auf. Was leimend ist. So Leute, hallo und herzlich willkommen hier zu Farming Simulator 22. Hier ist das eine kleine Aufnahmesession, die an den letzten Stream drangehängt wird mit der besten Ending. Grüß euch. Hui, freut euch. Komm gleich. Noch was umgefallen jetzt? So, dann haben wir das auch wieder gegrubbelt. So, das Gute an einer Aufnahme ist, das kann man nochmal machen. So, hallo Leute, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe Farming Simulator. Das hier ist eine Minifolge, deswegen wird diese am letzten Stream dran gehängt. So, wir schreiben jetzt eine weitere Rechnung. Hallo Abend. So, werden wir dann das gleich vorbeibringen. Hast du jetzt schon? Silage habe ich. Krass, Silage habe ich geschrieben, brauche ich doch nicht. Ach so. Dann ist noch nicht mal meine Nachricht, oder? Wann hast du das geschrieben? Wie vor? 1,5 Stunden? Stunde? So, dann leer. Okay, das hast du aber nicht in LS-Dings eingeschrieben. Oder da. Ah, okay, sehe ich jetzt. Naja, mein Gras ist schon wieder gewachsen, das heißt, da kann ich jetzt gleich selber Silage machen. Na Leihmann, zuerst sagen wir, nimmt's und dann haben wir schon alles ausgehandelt und dann. Sorry. Habe ich nicht gewusst, dass dazwischen so viel Zeit vergeht, dass das Gras wieder gewachsen ist.
Ist der, wie viel hast du denn gespielt jetzt? Nicht so viel gespielt. Es ist schon wieder alles gewachsen. Ich habe ein fettes Plus im Konto. Alter, bist du der? Die ganzen Windanlagen ist ja fast schon Cheating dann. Was ist das dann aber? Fällt 102. Aber die Windmühle bringt es dann echt bis deppert. Wie viel hast du mit der gemacht? Also ich habe Windmühle und habe zwei so Windkraftanlagen stehen, so kleine bei mir im Hof. Ich habe gestern mit minus 6.000 abgeschlossen, weil ich gerade ein bisschen zu viel zurückgezahlt habe und habe jetzt 123.000 am Konto. Pro Monat 100.000 kriegst du? Nein, das muss mehr gewesen sein, aber. Wie viel kriegst du am Promo noch? Warte mal, ich habe verkaufte Produkte im Juni. Schauen wir mal. Einnahmen Gebäude 6200. Aber woher habe ich so viel jetzt? Juni haben wir. Ich habe im Oktober abgeschlossen, da waren ein bisschen viele Monate vergangen. Denke ich mal, es hat noch nicht alles wachsen können eigentlich. So. Das ist wirklich nice. Das ist ja auf jeden Fall auffüllbar. Das wird sich nicht ausgehen, das ganze Feld sehe ich schon. Was denn? Die Seemaschine. Ich bin mir jetzt nicht sicher, dass ich so viel gespielt habe. Wann hast du das letzte Mal gespielt? Gestern? Ja. Wann hast du da gespielt? War das gestern? Gestern? Ja, gestern. Gestern auch schon gespielt, aber. Vormittag habe ich gespielt. Und jetzt halt. Also man kann sich hier nur 500.000 Kredit aufnehmen. Ja, es kommt dann auf die Hofgröße an. Desto größer du bist, desto mehr kannst du aufnehmen. Ah. Gut, da kann ich mir dabei eh das große Feld nicht leisten. Das heißt, da muss ich auch das große sparen dann. Schauen wir zur Bäckerei.
Wann hast du das Servus gestern online? Muss ich dann nachschauen, ehrlich gesagt. Aber ich glaube, es war Oktober. Achso, so meinst du. Warte mal, was sagt gestern? Samstag. Gut, war ich da überhaupt on? Nein, ich durfte ja was gesagt. Weil dann okay, weil dann habe ich gestern gespielt. Leider war ich nicht on. Dann habe ich gestern gespielt und heute gespielt. Gestern nach dem offline gegangen bist, habe ich gespielt. Mhm. Also um 12, glaube ich. Und heute in der Früh. Und jetzt halt. Okay. Aber gestern noch ein bisschen umkrempelt eben. Mhm. Der erzählt, dass ich auf Heu gehen kann und. Ja. Ich habe auch den einen Johnny verkauft. Und Backtraktor. Okay. Weil ich jetzt auch einen Großtraktor habe. Mhm. Im Angebot um 140.000. Ah, ich weiß schon, ja. 10.000 Euro. Jetzt. Heute noch was. So, warte mal, hast du die Ablage an? So ein Drescher im Angebot, bist du bitte. Na, ich meine, wenn du jetzt mit dem Silagegeld schon gerechnet hast, nehme ich es trotzdem, ja? Also, so bin ich jetzt nicht. Wenn du mit dem schon verplant bist, dann nehme ich das Silage schon. Achso, na, wirklich was geplant damit habe ich jetzt nicht. Und du sagst, es ist okay und du verkaufst es selber so? Ja, dann verkaufe ich es jetzt selber. Ist kein Problem. Aber wie du sagst, wenn du sagst, na, eigentlich hast du mit dem jetzt so gerechnet, dann. Ich warte jetzt halt, bis ich den Preis krieg. Weil das war so ein Durchschnittspreis. Er war auch schon höher, aber jetzt ist er auch niedriger. Weißt du? Ja, weil nach dem Ansehen werde ich dann gleich mähen und dann habe ich eh dann was, das Silage. Mhm. Man. Wie viel macht's aus? Wie viel ist das jetzt dann? Es wären gewesen fast 32.000. Okay, wie viel? Bitte? Wie viel wäre das dann gewesen? 31.850. Aber ist egal. Okay, nehme ich. Nein, ist egal. Nein, nehme ich. Okay. Musst du jetzt aber nicht kriegen. Also nein, aber ich habe auch ehrlich gedacht, es ist viel mehr. Nein. Wenn ich ehrlich bin. Nein, es sind 91.000 Liter. Ja, dann nehme ich's. Ich komme mal um damit. Sehr gut. Ah, den habe ich hier gesetzt. Ich dachte echt, dass ich die so gesetzt, so geschissen gesetzt habe, dass ich nicht mehr reinkomme in den Hof. Weiter? Was denn? Schnatt. Ah ja. Und das im Juni? Steppert, wo sind wir da? Aber vielleicht sollten wir das dann in Zukunft so machen. Das war jetzt auch mein Fehler in gewisser Weise, weil ich dir nicht den Preis gleich gesagt habe. Aber dass wenn wir uns was aushandeln, dass wir gleich den Preis eben sagen. Dass der andere das damit rechnen kann. Ich habe eigentlich wirklich gedacht, das ist viel, viel mehr, was wir schon so mit 80.000, 90.000 gerechnet. 30.000 schluck ich, Alter. Jetzt bin ich schon 4.000 wieder im Plus. Ah, muss man Dresch. Ah, der schaltet automatisch ab.
Sehr nice. So, jetzt bin ich falsch gefahren. Leute, wo bin ich da? Scheiße. Muss ich auch mal daneben gehen. Oh, da bin ich richtig. Da steht irgendwas von hier, wenn das deins ist. Das kann nicht sein. Hast du einen... Wender? Was habe ich? Ein Wender? Ich habe einen Wender, ja. Ah, das gehört wirklich dir. Warum? Bin ich bei deinem Wender gerade. Weil ich mich verfahren habe. Mein Wender steht aber gleich bei mir im Hof. Ah ja, so. Jetzt bin ich bei deinem Fläschchen und so. Ah, dann bist du da oben. In der Nähe. Gut, was machst du auch da hinten? Na, verfahren habe ich nicht. Das ist schon bereit fürs Weizenfeld da hinten. Ah, okay. Ist auch geil, der Weg hört genau im Feld auf. Hier gibt es ein paar Wege hier, die so. Also die enden dann quasi. Feld. So, ich komme eh gleich. Aber ich muss auffüllen gehen. Was musst du auffüllen gehen? Getreide und so. Zähmaschine. Ah. Ich habe mir jetzt nämlich eine kleinere Sämaschine gekauft, weil ich mir auch nicht gedacht habe, dass ich dann so ein gleich. Krass. Willst du ein paar Ballen mehr noch haben? Na, brauchen du es dann nicht, also. Okay, passt. Wenn du sagst, es sind fast 100.000 Liter, das sind 90.000 Liter, nehme ich. 6 Ballen habe ich übersehen, krass. Gut, ich habe den Dunkel eingesammelt. Jetzt ist krass, ich wieder angreifen. Jetzt habe ich nur Mais anbauen, weil dann mache ich mir dann im Silage gleich. Ich habe ein Maisfeld gekauft, also könnte ich da auch was abtreten dann. Silage brauche ich dann eben auch für die Kühe, dann kombiniere ich das dann gleich. Einen Teil verkaufen, einen Teil fürs Futter nehmen. Soll ich es an irgendeinem bestimmten Ort abladen? Wenn es geht, dort wo der alte Oldtimer steht mit dem Anhänger. Mit dem Anhänger, wo man Gras einfüllen kann. Ja, genau. Aha. Wenn du es dort irgendwo hinhast, könntest du das perfekt. Das geht sich echt nicht aus. Was denn? Nein, ich dachte, es geht sich vielleicht aus. Aber ich glaube, das wird sich nicht ausgehen beim Saatgut. Deswegen 4-5 Länge wahrscheinlich nochmal zurückfahren. Was ich auch nicht verstehe bei einer Sämaschine. Was denn? Dass der Dünger vorher ausgeht, bevor das Saatgut ausgeht. Könnte eigentlich gleich ausgehen, was er meint, weil. Stimmt. Das soll ich nicht verstehen, aber. Ist okay. Mich hin. Was? Rechnung checke ich nicht ganz. Warum nicht? Wenn ich gehe auf Kostenanpassung, habe ich einen Betrag dort stehen. Aber wenn ich auf hinzufügen gehe, fügt er mir nur den unteren Betrag hinzu. Hast du auch Enter gedrückt?
ich, ja. Neue Rechnung. Genau, dann nimmst du Feld, Anzahl, zusätzlicher Text und Kostenanpassung und dann sollte es. Aber. Bei Kostenanpassung trage ich den Betrag ein, drücke auf Enter. Und wenn ich auf Hinzufügen gehe, tut er mal irgendwelche Gesamtkosten mit 31.000. Ah, warte mal, ich glaube, ich weiß ihn wieder. Jetzt. Ich habe einen Punkt eingefügt, das steht bei 31.000. Ich habe auch gleich Lohnstatus gesetzt. Ja, das mache ich dann gleich, wenn ich dort bin. Aber was ich dir sagen kann, in Zukunft werde ich generell, glaube ich, mehr Stroh dann immer bei dir einkaufen. Ich werde jetzt wirklich nur auf Maisernte gehen. Habe ich ja dann kein Stroh. Wie gesagt, Mais habe ich jetzt gerade ein Feld gekauft, da könnte ich da das auch abbrechen, weil das brauche ich da überhaupt nicht. Hast du schon einen Häcksler? Bitte? Hast du schon einen Häcksler? Nein. Aber ich dachte, das kann man auch mit Mähwerk machen. Ja, aber dann hast du Mais. Ach so. Ja, brauchst du nicht Mais? Nein, ich brauche Häckselgut. Fürselage. Ach so, für das machst du den. Okay, dann kann ich es dann nicht. Dann wirst du es nicht brauchen können. Ist der da? Och Gott, Snickschniat, Dratz, Bozarna, Brzowowska. Bitte. Achso, ich glaube, du warst bei der, ja, okay, der Feuerwehr. Zack. Bin ich gerade im Juni und Schnee. Schneit, ja. Neue Fahrten dort voran. Ja, aber Fahrten da. Jetzt kannst du auch gleich die Windmühle anschauen kommen, wenn du da gerade fährst. Das stimmt, da fahre ich dann eh vorbei. Und wenn du zwischen die Hofgebäude schaust, wenn du bei der Windmühle, also zwischen die Hofgebäude,